Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, dafür, dass ich geheiratet habe. Wir haben schon Ewigkeiten geheiratet. Letztes Mal, als ich bei Papa war, hat sein Kühlschrank ein bisschen leer gewirkt. Morgen gehe ich vielleicht schnell in Sams Laden und hole ein paar Sachen für ihn, okay? Das ist völlig fein. Ach stimmt, wir haben jetzt Sommer. Übrigens, wenn es krass ruckelt, tut mir voll leid oder es länger lädt. Ich habe nebenher einen Renderprozess laufen. Weil, wie ihr gemerkt habt, heute keine Folge gekommen ist, weil ich es eventuell verplant hatte. Deswegen kommt jetzt mitten in der Nacht diese Folge. Und nebenher rendert auch gerade noch another Code, weil ich das eventuell auch vergessen habe. Und ja, also nicht vergessen, aber ich hatte keine Zeit dazu. Genau, deswegen verzeiht bitte. Inventar. Ach so, oh mein Gott, das geht ja nicht. Ich bin ja ein Idiot, ich spiele ja nicht Stardew Valley. Manchmal. Schrott, Batterien. Ich habe auch voll vergessen, was wir machen. Samen. Oder was wir gemacht haben. Stein und Holz. Ezenten. Haben wir nicht, gell? Erze und Barren. Der Rest kann verkauft werden, ne? Yes, der Rest kann verkauft werden. Ich habe hier noch Erdbeeren. Für die Konfitüre. Und hier habe ich noch. Ach so, QR. Entschuldigung. Und dann habe ich hier noch. Millie. Yes, Millie ist aufgebraucht. Das ist halt cool. Ja. Genau, den Schrott habe ich noch. Weil ich irgendwas vervollständigen wollte, aber ich weiß nicht mehr was. Aber das soll jetzt diese Folge nicht mein Problem sein. Diese Folge kümmern wir uns einfach darum, dass wir den Sommer angebaut bekommen. Schütteln? Okay, nee. Und vielleicht auch mal unsere Gießkanne. Mann, unsere Gießkanne erweitern. Erstmal gehen wir in unseren Schuppen und holen uns ein paar Sachen. Von unserem Tierchen. Liegt da draußen irgendwas? Nö. Schade. Ich dachte, vielleicht hätte ich wieder einen Trüffel oder eine Feder bekommen, aber dem ist nicht so. Bin das Ruckeln hält sich sogar in Grenzen. Dafür, dass ich. Ist okay. Dafür, dass ich gerade render nebenbei. Ich hoffe, es ist auch in der Aufnahme dann okay. Ist lange her, dass ich das machen musste. Ich weiß, dass es bei Minecraft zum Beispiel nicht geht. Okay. Alter, ich werde morgen so müde sein. Wir haben schon nach 11 und ich muss auch noch mal mit dem Hund raus. Eigentlich Gassi gehen. Weil ich glaube, sonst schläft er mir diese Nacht nicht durch. Obwohl er heute eigentlich echt wenig geschlafen hat, aber er schläft schon eine ganze Weile. So. Den nehmen wir auch mit raus. Huch, huch. So. Ja, den Schrott lasse ich mal bei mir im. Ich habe auch irgendwas. Ach, meine Hacke. Habe ich drin. Beim Schmied. In der Hoffnung, dass ich sie jetzt heute nicht brauche und dann nichts kaputt gegangen ist über den Sommer. Also, dass irgendwelche Felder oder so. Ach Quatsch, irgendwelche Äste oder so auf den Feldern gelandet sind, aber ich glaube nicht, weil da noch super viele kaputte. So, ich sollte. Oh Gott. Ich dachte schon, das wäre voll spät. Ich dachte schon, ich hätte es verpeilt.
mir Sachen zu holen. Eieieiei. Ich weiß gar nicht, was ich anpflanzen soll. Ich weiß gar nicht, was im Sommer gut geht. Ich bin aktuell so auf dem Stardew Valley-Stand. Bei Coral Island hatte ich, glaube ich, auch richtig krass vorproduziert. Dementsprechend alles vergessen. Ach, das ist mein Name weg. Okay. War Fellfrüchte in Osmium-Qualität. Oh Gott, entschuldigt. Das war ja jetzt. Ein Ruckler. Part mit 15 anderen Drogen. Zwischensequenz. Und dann sagte er: Wo ist die andere Socke? Ich nehme an, der Witz ist aus. Ich folge nicht ganz. Sam. Hör genau zu, ja? Und dann sagte er: Wo ist die andere Socke? Wo ist die andere Socke, Sam? Das ist die Pointe. Oh, ich verstehe. Danke, dass du mich auf die Pointe hingewiesen hast, Ben. Witze brauchen oft solche Erklärungen. Das war sehr lustig. Du nimmst mich auf den Arm, nicht wahr? Klassisch Sam. Du findest ihn gar nicht lustig. Nun, man muss wohl dabei gewesen sein. Ja, komm doch mit, wenn das nächste Mal zur Bucht fahre. Oh nein, nein, das ist eine schlechte Idee. Es tut mir leid, Ben, du hast recht. Ich denke nicht, dass der Witz lustig war. Ich glaube nicht einmal, dass es überhaupt eine Pointe war. Das hat keinen Sinn gemacht. Was? Wie meinst du das? Das war definitiv eine Pointe. Willst du ihn nochmal hören? Ich glaube, du hast ihn witzig verstanden. Nein, nein, danke. Bitte, ich muss mich um meinen Laden kümmern. Wie sie einfach weggelaufen ist. Hey, Chi! Oh nein. Chi, willst du einen Witz hören? Nein. Danke, dass ich mir den jetzt nicht anhören musste, Spiel. So. Ich würde gerne einkaufen. Einkaufen, es gibt neue Sachen. Rosen, ach schön. Und Brombeeren. Rotkohl, nice. Oh, Blaubeeren. Ich glaube, Brombeeren bringen mehr als Blaubeeren. Kaffee! Ananas, Melonen. Nehmen wir wieder von jedem. Oh. Jetzt habe ich 16. 15. Oh, so, danke. Meine Maus klickt ja manchmal doppelt. 15. Sternenfrucht. Ah, ist auch 16. Von Blaubeeren mache ich, glaube ich, voll, oder? Meinst du, auch erstmal 16? Ah. Ach ne, Brombeeren wollte ich ja, gell? Voll machen. Iris. Okay. Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Platz habe. Aber mit 15, glaube ich, kriege ich kein Ding voll. Und Radieschen nehmen wir auch nochmal mit. So, und dann machen wir das Ganze voll mit Brombeeren. Was ist denn da? Von dem kann ich ja ein bisschen was kaufen. Ich
glaube, 400 reichen. Ich kann hier auch nur Dünger 2. Ich hau mal raus. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Ich glaube, das ist ein bisschen was. Ich nehme mal noch Setzlinge mit. Mandel, Oliven, Apfel, Pfirsich, Mango, Durian. So. Bis zum Durian bin ich gekommen. Das werde ich mir safe nicht merken. Okay, warte. Was haben wir denn da noch für eine Belohnung, wenn ich schon mal gerade hier stehe? Ein Radieschen in 6 Tagen. Machen wir doch. So. Gehen wir wieder ab nach Hause und machen unsere... Oh. Huckel und machen unsere Felder fertig. So. Da muss noch ein bisschen was weg. Achso. Ach nee, halt, ich brauche erst Dünger. Das war's, Radieschen. Okay. Jetzt habe ich die Radieschen gepflanzt. So. Wir gehen natürlich erst mit dem Dünger durch. Bevor wir hier irgendwas anpflanzen. Weil vielleicht kommt dann tatsächlich zufällig Osmium-Qualität raus. Weißt du, wir brauchen davon ja ein bisschen was. Und Zufälle gibt's. Glaubst du zwar nicht, aber naja. Ja, einfach mal komplett durch. Das ist natürlich mit dem Ruckeln ein bisschen schwierig. Oh, ich bin so müde. Ich werde morgen so müde sein und ich muss morgen so lange arbeiten. Ich brauche eigentlich schon wieder Wochenende. Ich brauche Wochenende vom Wochenende. Halt. Mein Dünger. Ich bräuchte Urlaub. Also tatsächlich einen Urlaub mit so Ausschlafen und so. Ich weiß gar nicht, ob das bis im nächsten Urlaub schon einigermaßen möglich ist. Ich muss ja sagen, holt euch keinen Hund, wenn ihr ein Frühaufsteher seid. Oder keinen Welpe. Vielleicht sollte man es so eher sagen. Ich freue mich schon auf den Tag, wo er schläft. Und wo auch mal länger schläft. Huch. Weil aktuell ist es 7.30 Uhr. Und das jeden Tag. Wobei, vielleicht schaffe ich es nächstes Wochenende auszuschlafen. Einfach mal so bis 10 wieder. Das wäre schön. Okay, so. Während ich hier von meinem Schlaf schwadroniere und im wahrsten Sinne des Wortes träume, muss ich hier noch Sachen pflanzen. So, jetzt die Ananas.
Okay. Das sind die Kaffeebohnen. Nice. Ich glaube, ich brauche auch Kaffeebohnen für irgendwas, ne? Dafür brauche ich gute Qualität, ne? Muss ich beim nächsten Mal gucken, wenn ich hier ein bisschen mehr Übersicht habe. Dann gucken wir mal, was wir vom Sommer brauchen, um es abzugeben. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier überhaupt durchkomme. Okay, vielleicht waren 15 doch nicht zu viel. Vielleicht war das ganz okay. Warte, hier habe ich noch Weizen. So, Rotkohl. Das heißt bei mir ja Blaukraut. Bei Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Boah, ich hoffe, ich vergesse kein Feld, Alter. Tomaten. So, ich bin so übelst müde. Ich rede nur Quatsch. Also nicht, dass ich sonst irgendwas mit Inhalt quatsche, aber wenigstens ein bisschen was Spannenderes. Oh, auf die Rosen bin ich gespannt. Oh, hoppala. Ich will wenigstens ein bisschen eine Reihenfolge einhalten. Jetzt noch die weißen Blümchen. Oh, hoppala, weißen Blümchen. So, und der Rest jetzt mit Brombeeren voll. Okay, wir müssen dann auch nochmal durchgehen und schauen, ob wir wirklich alle Felder getroffen haben. Bei Brombeeren sehen wir natürlich jetzt hervorragend gar nicht. Ich finde es übrigens süß, wie sich Vaku immer noch über seinen Papa kümmert. Dass er einfach für ihn einkaufen geht, weil er gesehen hat, dass der Kühlschrank leer ist. Ach, ich weiß schon, warum ich mich für Vaku entschieden habe. Der ist so ein Süßi. Und außerdem hat er vom Charakter und Hobbys doch Ähnlichkeiten mit Christian. Also ich habe anscheinend so mein Beuteschema. Charakterlich. So. Könnt mir auch gerne mal sagen, für wen ihr euch entschieden habt. Oder wen ihr geheiratet habt. Sehr gut. Damit haben wir die Felder alle bestellt. Nice. Sehr gut. Und das ist um Punkt 22 Uhr. Sommersamen. Ach so. Dinger packe ich dann eher in Sonstiges, ha? Sonstiges. Ach so, ja, und die Bäume, bei denen müssen wir halt gucken. Erze und Barren. Das nehmen wir noch alles mit, weil das können wir verkaufen. So. Und dann füllen wir das noch auf. Und die Batterien sind auch gleich fertig. 22.15 Uhr, wunderbar. Geht also auch noch.
Naja. Die ist leider erst morgen fertig. Batterie, Schrott. Das ist zum Verkauf. Okay. Hervorragend. Dann kann man jetzt tatsächlich schlafen gehen. Und den Tag und die Folge pünktlich beenden. Sorry, dass es wieder so eine eingeschobene Zwischenfolge ist. Die nächsten werden wieder besser und dann bin ich... Nee, wacher bin ich nicht, weil ich muss morgen aufnehmen. Nach einer sehr kurzen Nacht. Ah, Beziehung, jawohl. 19k, nice. Wieder ein bisschen was reingeholt von dem Zeug, das ich ausgegeben habe. So, dann... Stimmt. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu einer neuen Folge Coral Island. Bis dahin einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen!